Hallo Leute, willkommen zurück zu Grandia. Hier ist Robi von R&R Production und wir haben jetzt Passiv. Wir müssen unsere Waifu-Fehler retten. Kriegen wir voll hin. Wo ist 7 da? Genau. Ah ne, hier habe ich was gespeichert. Shit. Hier. Geht's weiter. Load. Yes. Unsere arme Waifu wurde geklaut. Unsere Aufgabe ist zurück und sie retten. Ne, recovered haben wir schon längst, oder? Ah ja, alles voll. So, wie kommen wir hier raus? Merrill Road, Town of Palm, New Palm. So. Wo muss man hin? Das war die Adventure Society. Weil der Depp war ja da und hat sie mitgenommen. What? I heard that Mr. Pacon is marrying a girl named Fina. Oh, it's such a shame. Fact is, I wanted to marry Mr. Pacon. To be the wife of the Adventurous Society President, I'd marry a donkey. Ja, aber wo? Wahrscheinlich Kirche, oder? Wo sonst hält man eine Wedding, eine Hochzeit, ey? Ja, sieht so aus. I don't understand Fina. Ada, such a cute girl like her marrying a jerk like Pacon. Ups, scratched it. Ne, hast recht. Authorized personnel only. Muss doch irgendwie reinkommen. Auch nicht. Durch den Hintereingang. Perfekt. Ich sehe eine Höhle. Wunderschön. Lalalala. Oh, Dungeon auch noch. Mana-Kristall, oder? Das ist auf jeden Fall ein Mana-Kristall. Hundertprozentig holen. Aber erstmal die Blubs hier wegmachen. Den blubbern wir weg. Sowas von. Purple Slime. Oder Purple Rain. Komm, gib ihm. Wir hauen die alle behindert. Ich hätte den Magic-Typen anschließen sollen. Ey. Oh. Haben 9 gemacht. Egal, mehr für uns zum draufhauen. Wie slash? Nee, hole. Treffen wir alle 3? Mehr Magic Power? Mehr Experience Points für unsere Magic? Ja, Mann. Sehr schön. Komm, zu. Macht dieser der weit wahrscheinlich. Also kann nur heilen, stimmt. Oh, der ist schneller als wir. Shit. Aber wenn die Weiden, die sind das gleiche Leben wie. Ist gut. Easy. Gute Points, gute Points. Oh, der hat Hold fast Level up. Sehr schön. Da holen wir den ganzen Tag. Und da geht's ja schon weiter. Da ist auch noch eine Kiste. Kann man das nicht irgendwie? Ne, ich kann nichts anklicken. Ey. Wie, ich krieg mein Mana-Kristall nicht. Da rast ich aus. Darf ich nicht vergessen, wo der ist? Kann man hier irgendwo an den Rand laufen? Nope. Nope. Hier ist auch nichts. Da ist auch Wasser überall. Eine alte Qualle. Hau mal dich auch kaputt. Mud Jelly. Und du machst nur Heal.
Wir haben beide noch. Nee, lohnt sich jetzt nicht. Oh, die behindert. Du setzt nochmal Hole ein, dass wir Level abgehen mit deinem Hole. Nice. Mace ist schon mal Level up. Sehr schön. Ah, verdammt. Eine, ja, Hole ist Level up und Mace ist auch Level up. Sehr schön. Und sie ist auch Level up. So muss immer laufen. Kurz nachschauen. Hole Level 3. Hole Level 6 und 23 brauchen wir. Und hier gar nichts. Sie braucht Wasser Level 3. Ich habe immer noch Ash Level 1, schade. Schade, schade. Aber Mace ist auch Ash Level 3, deswegen es dauert, bis ich da dieses Wasser. Also Mace Level 10, Wasser Level 3. Und bei dem habe ich gar nicht geschaut. Ja, kann ich nicht. Doch. Alles abfließen lassen. Na schade, es hat immer noch ein bisschen was. Oder? Wie sieht's hier aus? Etwas, aber nicht genug, ne? Und der Pisser, komm her. Komm hoch. Der springt nur darüber, ey. Achso, ich musste mal, da wäre ich wahrscheinlich hier nicht rübergekommen. Schau mal wieder, ob ich irgendwo an der Wand laufen kann. Nope. Nope. Bei solchen Spielen früher musste immer solche Geheimgänge schauen. Da runter müssen wir wahrscheinlich. Machen wir mal Heal hier. Ein bisschen Heal trainieren, auch wenn es nicht viel ist. Hole, weil wir müssen Hole Level 6 machen. Come on, give up! Come on, give up! Blast! Blast! Gut getroffen, gleich beide gekillt. Alter. So, du hast nur einmal heilen geschafft. Was ist das? What a finch! So lernen wir deine Fähigkeiten nie. Oh. Water Sash bei 40. Katastrophe. Oh, da gibt's Kohle. Mad Snail. Halt ich selber. Nee, ist ja zu weit auseinander. Das ist scheiße. Aber wir können Re-Slash und Re-Break trainieren. Sehr schön. Zwar keine MP mehr, aber Hauptsache trainiert. Fighting sehr schön. Ach, ey, Wasser wird ewig da uns trainieren.
Kann ich eigentlich außerhalb des Kampfes heilen? Weil dann müsste ich Wasser immer nur außerhalb trainieren, wenn es klappt. Bevor ich... Oh, komm zurück. Ich wollte dich gut. Komm, komm. Geht doch. Nice. Muss ich dann später mal schauen. Gut, ich habe ein KP weg. Schau ich dann später. Jetzt trainiere ich erstmal mein normaler Angriff. Schockbomben. Nichts da. Oh. Der absolviert die Axt sehr gut. Scheiße. Shit. Alter. Das hat gut getroffen. Von 28, sehr schön. Jetzt muss ich aber erstmal schauen. Ich kann doch mal hier auch so einsetzen. Warte, ich habe XP 48. Einmal. Justin. Ist voll. Ja, Mann, 56. Okay, perfekt. Sehr gut. Dann kann ich immer außerhalb des Kampfes heilen. 64. Wunderschön. Dann kann ich das easy leveln. Kleinste Wunde gleich heilen. Fertig. Sehr schön. Ist auch tiefer gegangen. Ist auch so ein Durchgang, aber ist nichts. Das kann ich aber darüber. Purple-Slime. Sehr schön. Ach, Justin. Ich wollte die doch heilen. Was war das? Wollt ihr in der Ehrenrunde laufen? Hip-hip-hooray! 12 von 12. Der hat auch gleich Level up. Mit seiner Axt. Sehr schön. Noch ein Kampf. Dann haben wir es soweit. Hier ist nix. Zu. So leveln wir mega easy Wasser auf. So ist gut, schon 80. Nach jedem Kampf. Ein bisschen heilen. Und zack, zack. Schauen wir wieder Rand, ob da irgendwo hingeht. Sieht nicht so aus. Okay. Da sind noch ein paar Slime. Justin hat Leon's Shockwave. Nice. Und keiner greift natürlich Justin an. Katastrophe. Doch, hat sie getroffen. Die gute alte Shockwave. Zweimal einsetzbar. So.
so kriegen wir es gut und schnell hin, die 3 zu schaffen. 5 wird ewig dauern. 16 und 20 Katastrophen. Und da lerne ich dann eine neue Attacke irgendwann. Ist auch gut. Wie sieht bei Justin aus? 1, 6, 23. Ah, das heißt, ich habe Axt auf 5 geschafft. Sehr gut. Jetzt muss ich Axt auf 12 machen. Ja, weil Knüppel habe ich auch geschafft, 7. Dann mache ich erst 8, Axt auf 12 und dann Knüppel auf 10. Und dann wechsle ich mal wieder auf Schwert. Das muss ich ewig spielen bis 20. Ey. Die anderen auch 25, 22, Katastrophe. Aber heute Axt erstmal 12. Bleib schon Axtkämpfer, mein Freund. Sehr schön. Wie war's bei Sue? Die Bogen ist schon 10. Ja. Genau, und die Knüppel muss auch 10 werden. Kriegen wir hin. Alles locker flockig. Und da kann man irgendwo hin. Nur hier nicht. Springt da schon wieder einer. Auch keine Items. So. Auch nichts. Ah, da war die Truhe. Perfekt. Da bin ich auf der richtigen Seite. Meinen Mana-Kristall zu holen hier. Mudjelly. Weeslash. Da krieg ich SP zurück, weil ich habe doch zweimal Weebreak eingesetzt. Sieht so aus, dass ich langsam SP zurückbekomme. Sehr schön. Gib ihm. Sehr schön. Den schafft er aber nicht. Ja, knapp. Egal. Mace Level up. Oder XP, keine Ahnung. Die Juten XPs kriege ich aber. Ein Schild. Perfekt. Equip. Also, den habe ich schon. Den hat sie auch schon. Egal. Ich schalte so. Und jetzt? Ist zwar tief, aber nicht tief genug. Egal. Runter da. Muss bestimmt auch ein anderer Weg geben. Ja, Katastrophe. Rennen die einfach weg von mir. Drei SP hinter. Ich sag doch. Ich glaube, jeder Schlag gibt ein bisschen SP zurück. Das ist gut. Machen wir holen. Trifft beide. One hit. What a finch. Gott, meine Arme sollen nicht mehr draufhauen. Da war doch noch einer. Ey. Und die Kohle gibt mir auch gleich. Jetzt krieg ich nur noch Initiative plus hin.
Nur MP wird nicht wieder geheilt. Wie es aussieht. SP kommt immer langsam zurück. Ah doch, MP ist auch einer zurückgekommen. Oder nee, ich habe ihn noch nicht eingesetzt wahrscheinlich. Coffee Kick, Rara. Leveln wir Puffy Kick ab. Leveln nochmal Puffy Kick ab. Sehr schön. Ich werfe meinen Puffy und krieg für Coil Level Up. Das gefällt mir. Und nicht wenig. Perfekt. Purple Slime. 8, zu wenig. Mal schauen, ob ich es schaffe mit Papa. One Hit. Yep, nice. What a cinch. Nur 6. Sie hat 15 bekommen, Level Up, sehr schön. Die braucht ja noch einiges für den Maze, Level Up. Da geht's runter, aber... kann ewig dauern. Oh, da jumpt wieder einer. Letzter Puffy. Verdammt. Ich glaube, seine Axt reicht nicht. Hat letzte Woche Leben übrig gelassen. Ja. Er zuerst. Nee, sie. Nice. Sind 24. Sehr schön. Und das auch was Level Up. Das Auflevel läuft hier gut. Jetzt die Frage, wo ich hin muss. Wahrscheinlich da rein. Oh, jetzt bin ich hier unten. Sehr schön. Oh, gibt's Kohle. Ah, jetzt keine Iron Mace Auto. Habe ich, glaube ich. Umsonst gekauft. Das gute Geld verschwindet. Weeslash. Divide. Alter, die sind schneller als zu. Nice. Kurzen Prozess mit den Schleimchen machen. Das klappt easy. Hauen wir die alle kaputt. Sammel Experience.
Da sind auch keine Tunnel, nee, keine Tunnel. Das war nur für diesen Iron Maze, wie es aussieht. Aber ich kann hier hoch. Ist hier irgendwas? Da geht's auch hoch. Aber da wollen wir auch nicht hin. Ich will mein, wie heißt denn der? Mana Eye. Weil es muss ja irgendwie gehen, oder? Ja, aber dann steigt jetzt was da hinten wieder. Das kann es nicht sein. Vielleicht muss ich ein paar der anderen, wo ich am Anfang vorbeigelaufen bin, zumachen, aufmachen. Schau mal nach. Weil ohne mein Mana eigentlich hier nicht weg. Schau mal, schau mal, schau mal. Weil da, ah, siehst du, da gibt's auch einen Weg. Es muss irgendwie zugehen. Hier vielleicht? Ja, Mann. Das muss jetzt komplett. Ja, perfekt. Siehste, alles ist möglich. Solange du wild bist. Auf eine Runde. Mad Snail. Mama Put. Oh, immer noch nicht. Schade. Alles kaputt. Schafft er, glaube ich, nicht komplett. Nee. Ja, wenigstens so. Ein Konter. Sehr schön. Nice. So sieht's aus. We won. 16 Points. 15 und 10. Ja, immer noch kein Level Up. 3 fehlen. Ich habe aber noch ein Monster, oder? Ja. Gefährlich. Very, very gefährlich. Ich schaffe das wenig Leben. Oh ne, ich muss den anderen greifen. Shit. Ah, egal. Ich mach allein einen kaputt. Dann passt hier. Easy. Ich muss Justin heilen. 14. Und ist auch Level Up. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, das ist ein Iron Maze. Hab ich umsonst gekauft? Ich hab nur 11. Das würde mich 18 kosten. Da hin, da war es doch. Ist jetzt fast voll. Was ist ihm Justin hier? Lohnt sich wenigstens. 96. Ja, jetzt hab ich aber kein MP mehr. Schade. Aber es ist, wie es ist. Warte, von da bin ich gekommen. Kein Item, kein Item. Leider auch keine Items, die kann man nicht öffnen. Hier geht's aber rein. Yep. Und seitlich komme ich auch nirgends rein, oder? Nope. Schade. Keine Geheimgänge. Da ist auch nix, auch nix. Mein Mana-Eck.
Nice Auto. Als ob ich es hier liegen lasse. Weil ich glaube, ich habe das schlechte Gefühl, die sind limitiert, und wenn ich einen vergesse oder nicht schaffe, kriege ich den nicht mehr. Das wäre natürlich schlecht. So, jetzt kann ich weitergehen. Das wäre schlecht. So schlecht. Gleich gehen wir da hoch. Oh. Ich dachte, dann wäre schon vorbei, aber sieht nicht so aus. Was ist da? Oh, cool. Da gibt's Kohle. Aber wahrscheinlich sind wir in der Kirche hier. Erstmal speichern. Bevor ich in den Kampf trete und nicht zurück kann. Recovern! Der Old Time. The good Old Times, besser gesagt. Das speichern wir ja bombastisch. Das werde ich wahrscheinlich noch 1000 Mal erwähnen. Wie man sich früher daran gewöhnt hat, oder? Man kann es halt nicht anders, ne? Es war einfach so. Da ist auch nix, auch nix. Nope. Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir auch nicht rein. Ah, okay. Perfekt. The New Palm Church. Okay, this is where we go in. Look, Justin. Uh-huh. Looks like they've started already. Mm-hmm. Do you, Pancon, take Fina as your lawfully wedded wife? To love and to cherish in sickness and in health for as long as you both shall live. Oh yeah, oh yeah. You betcha. Oh, yup. Ist der und sein. Oh, yup, yup, yup. No, if anyone objects to this wedding, let them speak now or forever hold their peace. What's going on here? Father, this isn't right. And now, the groom may kiss the bride and be forever united in holy. What? Kiss the bride? Okay, Fina. Here's where we kiss. I will do the kissing. All you have to do is pucker up. Die rast gleich aus, Alter. Hey, it's okay. Uyuyup. I will kiss you gently. Look, I'm holding back. Uyuyuyup. Der Typ, Alter. That creep, Pancon. I'm putting a stop to this right now. Justin, we can go this way. Let's hurry. Let's go, Sue. Let go of Fina right now. If you get even one drop of your snow down there, I will beat you to a pulp. Uh-huh. Oh, you yup? Yuck! Let Fina go, Pacon, or we'll bust up this whole wedding. That's right, Pacon. A wedding should be a bride's dream come true. This is a sham, and we won't allow it. Soll das Scam heißen, glaube ich? Oder gibt es das Wort Sham? Oh, I'm not gonna let you ruin my wedding. Master Chang, come get him. Come on. Ich will ja nichts sagen, aber ich bin von da oben gelaufen. Hast du mich nicht gesehen, Kumpel? Ha! I invited Master Chang just in case something like this came up. Oh, yup. Oh, it's you. I'm not letting you get me again. Fight! Chang. Mr. Chang. Chang Chang. Range Attack with Shockwaves. Hört sich geil an. Aber ich mach Rebreak. Geht zweimal. Kann ich gegen Schwache probieren, das Shockwave. 738. Boah. Alter, der ist schon schnell.
Puffy Kick! Oh, Puffy Kick 88. Und V-Break. Nice. Aber der ist schneller als wir, ja. Defend. Endure. Krieg ich gar nichts gebacken, Kumpel. Was ist das für Kinderschläge, Alter? Wir machen Konter. Nice. Ich Puffy kickt ihn so oft, das glaubst du gar nicht. Und hier noch. Ich glaube. Ah, es sind noch 25. Dann machen wir nochmal einen Wii-Break. Ich hätte wahrscheinlich Wii-Slash machen sollen dreimal. Weil es ja wahrscheinlich ein bisschen weniger ab. Insgesamt viel besser gewesen. Maze Level Up, sehr nice. Aber der macht irgendwas. Gut zurückschlagen. Oh, Alter, ist ja schnell. Ich nutze sicher Defend. Endure. Wird abgezockt. Alter! 25. Gib ihm noch einen schön. Puffy Kick ins Gesicht. Sehr schön. Alter, der hat mich überrundet. Ah, ich habe keinen Puffy Kick mehr. Nur noch 31. Ja, machen wir sicherheitshalber einen Heal. Man weiß ja nie. Come on, get up! Ein Safety Heal. Water Level Up, sehr schön. Alter, genug rund 80. Machen wir jetzt kaputt. Oder doch nicht. Dann heal mal zur Sicherheit nochmal. Safety first. Weil der Zug auch wieder 25 oder 30 oder? Alter, der übertreibt mal wieder. Und der arme Justin muss immer unter seinen Rock schauen. Von Miss Chang. Ich heule die ganze Zeit. Ich kann mein Water aufleveln. Ist die perfekte Zeit. One on one. Mit Heilung. Auf wen geht's der jetzt? Auf mich? Dann hammer ich den Typ. Easy. Sue und Justin sind Maschinen. 235. Nice. Alter. 63, 69. Wunderschön. Wow, wow. What are you doing, Uyup? You're messing up our wedding. It was messed up from the beginning. What kind of wedding is this anyway? You took Fina and forced her into it. Yes, so what if I did? As president, I've got the right, you. Okay, Fina. No wedding, no pass. So you're gonna give it back? I will forgive you if you change your mind now. So, dear Fina, come fly into my arms, you. Fina, come on, let's get going. Fina? Aha, she can't do it, you. She knows if she gives up that pass, she will never have another adventure. Pacon, here. Take your silly old adventures pass. I don't need it anymore. What are you saying, Uyup? I finally remember something. An adventure's as free as the wind. Fina! How could I forget such a thing? We chose the adventure's path to be free like the wind in the clouds. No one decides where the wind blows. This pass cannot bind the soul of a true adventurer.
Farewell. Tomorrow I will be on one with the wind. Only I will decide where to blow. Where? My dear Fina. Thank you, Justin and Sue. You've rescued me. Yes, but now we are not a member of the Adventure Society anymore. Right. And I'm so glad too. I'm no longer who I was till today. So let's go, all three of us. Ich hab Fina im Team. Ich bin so glücklich. Ik? What the? Hip hip hooray! Congratulations to the new leads! Nee, newlyweds, so spricht man's aus. Hey, look at this! So young and innocent! They're so shy and so cute! Look, they're made for each other! It's true, I'm so envious! I sure hope someday I will have a beautiful bride like her. Huh? Hey, who are you? What happened to Mr. Pacon? What? Well, what am I saying? I won't be a party pooper. This is a wedding. A joyous occasion. Time to celebrate. Yeah, that's right. So let's wish them well. To their new life. My! Don't they look good together? A lovely couple. Poof, poof, poof! Well, I can't believe it. What do we do, Fina? What do we do? Well, let's go back to my house. It's embarrassing to stay here. Und so schnell ist man verheiratet. Kurz nicht aufgepasst und zack! That's so funny! Everyone knows I didn't marry Pacon, but I keep on partying anyway. You should have seen Justin's face, it was so funny. He looked so bewildered. Man, that was something. Well, you both must be tired, eh? Please make yourself at home and rest here as long as you like, okay? So much has happened since the day when I finished setting up this tent. I remember the day I let a little lost sheep sleep in my bed with me and when my tent was almost blown down. This tent always gives a warm welcome when I come back after a few days on an adventure. Tell me, Justin, how did you feel on the night before leaving on your adventure? Were you afraid? Huh? Afraid? Why would I be afraid? I was too excited to sleep. Okay, maybe was a bit worried. Without knowing it, I came to think that the real adventures are those sanctioned by the Adventurers Society. That's pretty strange, eh? I mean, people must have had adventurers long before the society was formed. I'd really like to go see all the sights you'll be seeing, but... Fina? Okay, enough for today. It's bedtime. Justin and Sue, you'll be leaving early tomorrow, right? Hey Fina, komm Schmidt! Uhahaha! Hey, where's Fina? I wonder where she went. Let's recover. Save game. Saving. Fina's house. Little Sue ist noch sleeping machen. Jetzt muss ich gucken, wo Fina ist. Oh, falsche Richtung. Oh, what a beautiful morning. Good morning, Justin. Did you sleep well? Huh? Oh, aha. Blown away from the beauty, eh? Hat dich erwischt. Oh, I see. Hey Justin, do you know where the wind is coming from? This wind starts in the mountains, over there, and it carries the birds, calls, and the scent of the forest. I was thinking about the wind a lot last night. What does the wind see?
If we were flying like the wind, I wonder if the things that you see would be the same things I see. Fena? I love the wind. I'd forgotten how this feels. Thanks for helping me remember. Let's go, Justin. Let's go where the wind starts. Oh yeah, let's go, Fina. So when do we leave? Naturally, we are leaving right now. I wouldn't wait another second for this feeling, this moment. Adventure. It smells like deep adventure. Oh. Die Antagonisten? Well, Mullen, have you found the last piece? Unfortunately, not yet, sir. We cannot proceed with Operation Yggdrasil until you do. Find it, Mullen, and find it soon. We are now implementing a plan in the forest near the dome ruins. We will have good news if we succeed. Yes, it's possible we will gain something. I'm expecting good news. So, shall we head for the Dome Ruins? Has anyone forgotten anything? First we have to cross over the Rangel Mountains, south of New Palm. The Dome Ruins are in the desert over there. Alright, let's go to the Dome Ruins. Fina ist Level 6. Ich bin ja gar nicht gestiegen, ey. Dann ist sie auf dem gleichen Level wie Su. Erstmal Items. Was haben wir alles dabei? Mana. Oh ja, ich muss kurz in die Stadt. Mana Egg, Iron Mace. Dann die Shield, Earrings. Handbow, Porkne. First Aid, Ginseng, Ginseng, Antidote, Paraoint, Parkknife. Die Parkknife haben wir jetzt doppelt, Handbow. Nicht Use, nee, zurück. Equip. Was hast du Schönes? Ist gleich viel, okay. Leather Gloves. Und es gibt fünf mehr, drei mehr, viel besser. Ah, fuck. So. Breastplate, Barat. Schuhe, Earring. Ne, lass mal Attacke. Ja, lass mal das. Sehr schön. Was kann sie für Magie? Das war Feuer, glaube ich, gell? Ja, Feuer Level 4. Ja, genau. Sehr schön. Und Knife ist Level 3 und Peitsche Level 6. Level 14 Peitsche und Level 12 Feuer, Alter. Ja, dann trainieren wir noch Peitsche ein bisschen. Wenigstens bis 14. Genau. Knife muss bis 10. Kann man auch so wechseln. So. Den nochmal speichern, ja. Jetzt haben wir Fina wieder dabei. Du, du, du. Du, du, du. Und wo müssen wir hin? Da oder was? What's this? Did Fina make this? Okay, sagt nix. Ah, da. Rangel Mountains. Aber zuerst Town of New Palm.
heulen die noch da hinten. Oh, so maybe you and his boy will become man and wife. At this time, no binding or gagging. Father, stop teasing me. We are going on an adventure together. A real adventure, right, Justin? Si, senora. The Lord bless everyone with happiness by and by. Now, Pocon is to be so blessed. Yes, of course, I want Pocon to be blessed with happiness. Really. But on his own. Ganz allein. Nicht mit mir. So, erstmal zum Shop. Ich will mein Mana-Eck eintauschen, du. Ist die Frage, wo war denn der? Das war Society-Dingsbums. Haus. Pawnshop? Ich glaube nicht. Da kann ich nur Sachen wegschmeißen, ne? Was steht denn der hier? I've got it all figured out. You see, Pacon's just entertaining everyone with his act. He acts like that so that people here in town will be happier than ever. I'm sure of it. It would be great if only that were true. Ich dachte, steht hier ein Holt. Holt er hier rum? Alright, now's my big chance. Looks like she won't marry Mr. Pacon. Fact is, I want to marry Mr. Pacon to be his wife of the Adventurer Society President. I'd marry a donkey. Hast schon letztens gesagt, jetzt hast du deine Chance. Oyup. My dearest Fena, I thought it would, if we get married, we could do all of those things and all of these things. What does he mean by those things and these things? Er hat ein dirty mind. Ne, das sind nur Häuser, oder? Ah, da war doch draußen der Magic Shop. Oder was ist der hier? Nee. Das war gegenüber vom Hotel, glaube ich, oder? Ja. Adventurer Store. Oh. Ah, hier kann ich nur kaufen, ja. So. Feuer und Wind gibt Thunder. Weil alle haben schon eins. Aber ich würde am liebsten Earth jemandem beibringen. Ah, mit. Ich kann Earth am besten nur. Ich bring Earth Fena bei. Oder Forest ist, glaube ich, auch geil für Sue. Ja, Mann, ich geb Sue Forest. Weil dann hat sie auch nicht nur Heilung, sondern kann sie auch offensiv angreifen. Earth. So. Sehr schön. Ich glaube, Forest passt auch zu Su. Blimpy und Co. und so. Du. Stash Items. Stash. Adams Sword Earring. Hab ich, wollte ich keinen geben, kann weg. LT Glows kann weg. Iron Mace hat Sue schon ausgerüstet. Hunting Bow Park Knife haben wir doppelt. Paralysier First Aid Kit. Kann alles weg. Reicht meine Heilungskünstlerin. Gut, sie hat Peitsche und Parkknife, Mace und Hunting Bow, Sword, Axt und sie hat den Mace, der hat alle drei. Passt. Jeder hat, was er braucht. Und jetzt noch mal futtern. Welcome, would you like a room? Let's see, yes, a room please. I'm hungry with a meal, please. Na, forgot it's okay. I'm hungry with a meal, please, glaube ich. Dann machen die das am Tisch, oder? Oh.
Ja, ich glaube, es war I'm hungry with a meal, please. Na, schau mal einfach. Genau, jetzt kann ich reden. Was sage ich Neues? I asked the cook to make my usual. That's strange. Hey, Justin. Is all of New Palm's food this spicy? I don't know. It's too spicy for me. I never had food this spicy before. Hey, Fina. Do you always eat such spicy food? Spicy? I wonder. I like it even spicier. Whoa! What are you doing, Fina? Oh, so much hot pepper. Look, the soup is bright red now. Come on now. This is just as hot as I like it. Either of you like spicy food? Fina, how can you eat such spicy food? Well, I like it spicy, but since you two can't eat it, I guess I better tone it down. If we are going to be traveling together, I'm going to have to change things to suit you guys. Das hatten wir. Ja, das hatten wir auch schon. I must say, all Fina's got me beat when it comes to spicy food. The red soup of hers looked unreal. Ich mag diese coolen Gespräche. Charakter-Death, oder wie man es nennt. Du. Feed 19, bereit. Ich kann auch hier rum rausgehen. Dann gehen wir zu Rangel Mountain. Rangel Mountains. Da können wir rangeln. Du. Ist hier kein Speicherpunkt. Nope. Dann machen wir den kaputt. Und gehen zurück. Du. Burn Flame! Burn them all! Take this! Alter. Was sind Säcken? Das schmilzt hier doch weg, oder? Heia! Leichter geht's gar nicht. Pretty easy. Wieso? Pretty easy. Chola? What is this Chola you're speaking of? Ich dachte, ich kann hier irgendwo speichern, weil wir sind so gut wie am Ende. Dann machen wir noch ein Meal, damit wir voll sind, und dann safen wir in dem Ding. In dem Gasthaus. Du. Alles voll ausgesiert, jetzt nur noch 2 MP bei Stufe 2 Skills. Let's see, yes, a room please. Jetzt ist sie wieder voll perfekt. Safe Game. Du. So, Finas Haus haben wir. Kann man nochmal drüber speichern, haben fast nichts gemacht. Yes. So, aber Leute, das war's für heute. Das war Part 7 von Grandia. Und danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächstes Mal. Kommentiert, subscribed und bye bye. Hier war Roby von R&R Production. Bis zum nächsten Mal. Ciao.